bin Jonas Becker, Auszubildender im dritten Lehrjahr zum Hotelkaufmann. Das Coolste an meiner Ausbildung ist auf jeden Fall das Team, mit dem ich arbeiten darf. Wir sind wie eine kleine Familie hier. Wir unternehmen privat ab und zu was zusammen, aber man kann auch viel Quatsch machen. Aber auch wenn man Schwierigkeiten oder Probleme mit etwas hat, ist jeder direkt für einen da. Die größte Herausforderung für mich war am Anfang, da ich sehr schüchtern bin, auch das Kommunizieren mit den Gästen. Ich hatte Probleme, längere Gespräche mit den Gästen zu führen, ohne einen Mitarbeiter dazu zu holen, der mich aus der Situation befreit. Oder dass ich in Stottern verfallen bin. Aber das hat sich nach einem halben Jahr gelegt und mittlerweile klappt das auch schon ganz gut. Die Schwerpunkte in meiner Ausbildung sind das Backoffice, die Rezeption und das Restaurant. Wir sorgen dafür, dass die Gäste einen schönen Aufenthalt haben und das Ganze beginnt schon bei der Reservierung telefonisch oder per E-Mail. Dann über die Anreise hinweg bis hin zur Abreise. Auf meine Ausbildung bin ich gekommen, als ich eine Bewerbung abgesendet habe und einen Probetag angeboten bekommen habe, an dem alle sehr offen gewesen sind, ich mich schon mit den meisten unterhalten habe und da habe ich für mich beschlossen, dass das alte Forsthaus für mich der richtige Platz für die Ausbildung ist. Eigenschaften, die man mitbringen sollte, sind auf jeden Fall die Teamfähigkeit, dass man gut kommunizieren muss. Genau, aber man sollte eben doch nicht so schüchtern sein, wie ich am Anfang. Und nun freue ich mich, nach meiner Ausbildung eben hier bleiben zu dürfen.